blendet's. Guten Morgen. So schaue ich wahrscheinlich ziemlich cool aus. Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag und ich bin gerade auf dem Weg, beziehungsweise ich mache mich gerade auf dem Weg, die Lena abzuholen, weil wir fahren heute gemeinsam zu einem See schwimmen. Es sollte heute anscheinend einer der heißesten Tage bis jetzt werden. Entschuldigung, ich habe einen Kaugummi im Mund. Das ist sehr unfreundlich. Ich habe vor 3 oder 4 Tagen circa, ich weiß es nicht mehr genau, meine Corona-Impfung bekommen und fühle mich irgendwie immer noch ein bisschen geschwächt. Links, rechts schauen, schön drauf. Ja, nachdem es mir ein paar Tage so semi-gut gegangen ist, also ich war nicht völlig krank, aber ich war irgendwie einfach so müde und träge. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich so energielos und träge bin. Ich glaube, das mag keiner. Aber das hat mich nur wieder darauf gebracht, beziehungsweise wieder an das denken lassen und habe dann an ein paar Punkte im Tag gedacht, was meine gesunden Angewohnheiten sind oder für mich gesund. Wie gesagt, gesund ist ein sehr ausdehnbarer Begriff, aber gesund für mich ist einfach, wenn sich für den eigenen Körper was richtig und was gut anfühlt. Und deshalb steht das Video heute unter dem Fokuspunkt gesunde Gewohnheiten. Und eine von meinen gesunden Angewohnheiten, was ich mir über die letzten Jahre irgendwie einfach angeeignet habe, war mit der Sonne aufzustehen. Also im Winter ist das Ganze ein bisschen schwieriger, im Sommer ist das absolut kein Problem. Aber gemeinsam mit der Sonne aufwachen, beziehungsweise mit den Sonnenstrahlen aufwachen, ist was extrem Angenehmes. Und ich finde, dass das den ganzen Tag über einfach einen anderen Vorhang, wenn man das so sagen kann, über den Tag liegt. Also man startet gleich ganz anders in den Tag, wenn man mit ein paar Sonnenstrahlen in den Tag gestartet ist. Servus! Ja, hallo! Du bist voll hübsch! Danke! Hereinspaziert! Ich hab's in der Tasche gehabt, gell? Ja. Ja. Was hat das für cool? Sind das Butterfix. Wie praktisch. Schön, gell? Gesunde Angewohnheiten. Weil es mir vor der Impfung so komisch gegangen ist. Weil man dachte, eigentlich sind gesunde Angewohnheiten so was Cooles. Stimmt. Navigationsgenie. Boah, bist du braun! Bin ich auch so braun? Glaub ich nicht. Gestern, glaube ich, ist es gesund erwischt. Mir ist zum Beispiel ganz wichtig, dass ich im Sommer mit der Sonne aufstehe. Ja. Findest du nicht auch, dass das irgendwie eine gesunde Angewohnheit ist? Ja, doch. Vor allem, das ist voll schön, man startet viel besser, vor allem, wenn man dann das Fenster offen hat. Wow, fein, ja. Ich setze mich auf und mache dann das eine Fenster auf. Dann hört man die Vögel, das ist echt cool. Vor allem jetzt, wie gestern, dann mache ich am Abend schon das Fenster auf. Mhm. Und wenn ich dann früh aufwache. Das ist voll fein, gell? Ja, weil ich schlafe jetzt auch, wenn ich offen habe. Ja. Und ich mache dann immer meine Jalousien auf und dann scheint die Sonne schon so rein. Das ist generell so fein. Wo denn? Am Baum. Ah ja, fein. Das haben wir letztes Jahr mal, denke ich. Da haben wir einen Lenkrad. Ja, aber es ist echt fein. Ideal. So. Wir wirklich her dürfen. Also der Grund, warum ich es da so richtig gern mag, ist definitiv das Wasser. Findest du nicht auch, dass das so richtig schön der Kies ist? Es ist, ich wollte da gerade sagen, es ist richtig, richtig seicht, weil letztes Jahr, ist schon wieder abgebrochen, weil letztes Jahr um die Zeit hat man da sitzen können und die Füße ins Wasser schön reinbaumeln und das geht ja auch mal gar nicht. Und man kann bis rausgehen, gell? Also ich nicht, aber. Steh, echt? Ich nicht. Ja, gut, du, groß ist. Du bist ein bisschen kleiner. Aber na ja, gut, da möchte ich wahrscheinlich nicht gehen. Nein. Aber mein Bruder kann ganz rausgehen. Und aber, auch ja, aber warum? Weil das war immer wirklich fein, weil da hast du dann da einfach so rein tümpeln können und dann da auf dem Steg ein bisschen. Und du hast einfach auch von da rein und vom Wasser wieder auf dem Steg. Jetzt musst du da drüber gehen. Stimmt, aber gut, das haben wir jetzt ziemlich nicht. Auf alle Fälle werden wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine Sonne gönnen. Yes. Und
Frühstück, ganz wichtig. Achso, das ist. Können wir gleich. Warte mal. Das ist, glaube ich, definitiv eine weitere gesunde Angewohnheit von mir und ich glaube, du machst das genau gleich, oder? Yes. Egal, wo man hingeht, wo man sie so ausbreitet, einfach was zum Essen mitnehmen. Das hat mir schon einiges an Geld gespart und auch einiges an ungesunden Entscheidungen. Yes. Und deshalb. Generell an einer Entscheidung, weil man hat das da einfach mit. Ja, voll. Und muss sich überlegen. Total. Muss sich überlegen, ob da vielleicht irgendwas drinnen ist, was ich nicht essen mag oder was ich nicht vertrage, wie ich Laktose. Genau. Das ist nämlich auch ein Riesenpunkt, vor allem wenn man was nicht verträgt, so wie in meinem Fall Laktose. Dann ist das unterwegs essen oft ziemlich schwierig. Und selber einfach was packen, was man. Dann große Portionen. Ja, das ist das Nächste. Also, man weiß, was drinnen ist, es sind groß genug Portionen. Groß genug? Groß genug? Groß genug. Genau, die Portion ist auf alle Fälle groß genug. Und man weiß, was drinnen ist, man hat Geld gespart. Also warum sollte man sie nicht einfach 5 Minuten zu Hause nehmen und was zum Essen richten? Und deshalb werden wir jetzt dann Müsli speisen und ich glaube einen Kaffee holen. Und eine Wassermelone. Und dann ins Wasser tümpeln. Also ich habe da einfach Haferflocken zusammengemischt mit Leinsamen, Chiasamen, Kakaonips, Äpfel, Hafermilch, Zimt, eine Melone. was noch? Was habe ich noch eine da? Geriebene Mandeln und Paranüsse. Oh, nice. Und einen Ingwer-Apfelschott. Schau, wie das ist. Ja, weil ich finde so kleine Steinerl immer. Ja, vor allem weil die Rammen sie so. Ja, das sind nicht wirklich zart. Gemein in deine Sohle. Aber du schaust so aus, als mache da das nichts aus. Einfach den Schmerz wegignorieren. Genau. Healthy Habit. Probieren wir mal. Wir machen jetzt den akrobatischen Eck. Kaffee-Time. Wir haben gerade geredet, dass eine Tasse eigentlich gesund ist am Tag. Ja, eine Tasse Kaffee am Tag ist gesund. Vor allem in der Früh, weil es regt wirklich die Verdauung an und ist gut, um das ganze System in den Schwung zu bringen. Ist das echt so? Ist wirklich so. Schau, weil das wisst ihr nämlich zum Beispiel gar nicht. Deshalb trinken sie sonst immer Matcha. Ah. Matcha hat immer noch viel mehr Koffein in der Kaffee. Ah. Aber Kaffee ist eigentlich voll der Mythos, dass Kaffee ungesund ist. Ja. Kaffee ist ungesund, wenn es mit Milch und Zucker und. Ja, wenn es eher stimmt, da geht es dann eher weniger um einen Kaffee. Kaffee aber Sport und da eine Tasse, zwei Tassen am Tag sind eigentlich gesund. Wie viel trinkst du eigentlich am Tag? Eigentlich höchstens zwei. Ja, ja. Ja. Aber ich war ab und zu Tage drinnen, wo ich gar keinen trinke. Ja. Aber den lassen wir uns jetzt einmal. In der Sonne schmecken. Guten Morgen am Morgen. Es ist aktuell 9 Uhr und ich habe gleich eine Vorlesung. Es ist fast das Ende vom Semester, also wir haben Endspurt, eine Woche noch und immer wenn wir noch eine Woche haben, dann heißt es meistens extremer Stress pur bei uns. Also wir sind ein sehr projektorientierter Studiengang und ich glaube alle Studiengänge, die auch sehr viele Projekte machen, wissen, dass zu dieser Zeit immer sehr rund geht. Es ist tatsächlich schon ein paar Tage später, nachdem ich die ersten Frequenzen da mit der Lena im Waldbad aufgenommen habe. Es ist unitechnisch sehr viel geboten, deshalb ein paar Tage danach, aber das ist ja nicht so tragisch, deshalb machen wir einfach knüpfen. Wir knüpfen jetzt einfach an dem Punkt wieder an, wo wir aufgehört haben. Und zwar an der nächsten gesunden Angewohnheit, die mir persönlich vor allem in die letzten Jahre oder im letzten Jahr sehr, sehr wichtig geworden ist. Dieser Tipp bezieht sich einfach darauf, den Morgen so zu starten, wie es für einen selber am angenehmsten ist. Also den Morgen mit etwas zu starten, was einen Freude bringt,
macht in meinen Augen den größten Unterschied für den Rest vom Tag. Und damit meine ich nicht, dass man einer bestimmten Morgenroutine folgen muss und da das Ganze alles so glamorous gestalten. Damit meine ich einfach nur, dass man jeden Tag so startet, wie es für einen selber angenehm ist. Ich zum Beispiel mache sehr gerne Yoga am Morgen oder roll mich ein bisschen über die Black Roll. Was ich auch sehr gerne mag in den ersten paar Minuten am Morgen ist Buch lesen. Seitdem ich mir das angewohnt habe, habe ich in diesem Jahr, glaube ich, schon 10 Bücher gelesen. Und das ist für mich unvorstellbar, weil ich habe eigentlich immer ziemlich gerne gelesen. Aber ich war immer irgendwie zu inkonsequent, dass ich ein Buch fertig lese. Wie man merkt, ich starte meine Morgen immer sehr gerne mit ein bisschen Bewegung. Was ich neuerdings mir angewöhnen will, vor allem wenn es draußen heißer ist, ist eine kalte Morgendusche. Das ist, funktioniert bis jetzt so semi-gut. Also die letzten 2 Tage habe ich es immer gemacht. Kaum ist es draußen ein bisschen regnerisch. Ich müsste jetzt schwindeln, wenn ich sagen würde, dass ich heute kalt geduscht habe am Morgen. Ich habe es nicht gemacht. Aber das ist eine Angewohnheit, die will ich mir wirklich angewöhnen, weil eine kalte Morgendusche sehr, sehr gut fürs Immunsystem ist. Und wer will in Zeiten wie diesen kein super starkes Immunsystem, ich glaube jeder? Das sieht man immer nur in diesen 4 Wänden da. Das Ding ist nur, ich bin in so stressigen Phasen einfach immer genau in diesem Raum und sonst nirgends, weil da ist mein PC und mein Saustall unterm PC. Übrigens, das ist ein Yoga-Block. Ein riesiger Tipp von mir ist, wenn man viel sitzt und viel am PC sitzt, einfach die Füße ein bisschen zu erhöhen, einfach weil man ergonomischer sitzt. Und vor allem, wenn man länger sitzt, kommt mir immer vor, dass beim Oberschenkel das Blut leichter mal ein bisschen absperrt. Und das ist definitiv nicht angenehm. Deshalb habe ich da immer meinen Yoga-Block unten liegen. Ich werde mal, ich schaue aus wie ein verrückter Professor. Ich habe gerade Uni im Hintergrund. Normalerweise passe ich natürlich brav auf, aber das ist eine Lehrveranstaltung, wo ich eigentlich nicht beiwohnen müsste. Ich habe es nur trotzdem gerne im Hintergrund laufen, weil ich vor allem, wenn Online-Uni ist und sonst nicht wirklich rauskomme, trotzdem irgendwie gern ein bisschen Gesellschaft in diesem Raum habe. Vielleicht bin ich komisch, keine Ahnung, aber deshalb muss ich gerade nicht zwingend aufpassen. Ich werde mir jetzt für meine Präsentation auf alle Fälle einmal einen Überblick zusammenschreiben. Das ist was, was mir sehr hilft, dabei eine sinnvolle Präsentation zu gestalten. Weil wenn ich einfach beginne, die Präsentation aufzubauen, dann wird das meistens relativ confuse und nicht wirklich sinnvoll. Deshalb werde ich das jetzt vorerst einmal machen. I feel it in my veins, masking all this pain, been searching high and low, with nowhere else to go. I used to feel alive, so many years went by, I wish I had more time, just wanna feel alright. Stars across the sky, guide me home, no more crying, it's time to go, been searching for you, high and low, I need to know. Realisieren, dass mein Handtuch heute auch noch dazu passt. Also, wenn das nicht einmal Matching ist, dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt back to business. Mein Kopf richtig weh von den ganzen Kopfständen. Ich muss sagen, mein Training war richtig, richtig gut heute, was mich sehr, 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 sehr freut und was mich gleich zu meinem nächsten
Tipp bzw. meine nächste gesunde Angewohnheit bringt. Und zwar ist es auf den eigenen Körper hören. Das ist was, was ich in den letzten Jahren erst lernen habe müssen und was definitiv nicht die einfachste Task ist. Und glaube ich auch mal leichter, mal schwerer fällt. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich vor 2 Tagen, glaube ich, war ich im Fitnessstudio, bin mit meinem Plan ins Studio gefahren, wäre bereit gewesen für mein Training, habe dann allerdings mein Training abbrechen müssen, weil ich mich absolut nicht danach gefühlt habe. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr stolz auf mich selber, dass ich mittlerweile so weit bin und einfach sage, stopp! Das war's, wir pushen uns da nicht durch, weil ich spüre das, wenn ich weiß, ich bin nur faul und ich sollte mich zusammenreißen. Oder wenn es rein energietechnisch oder rein körperlich einfach nicht funktioniert, sausen wir mal, weil sonst kommen wir gar nicht mehr nach Hause. Meinen gesunden Angewohnheiten, was ich in diesem Video verpacken möchte, ist einfach der Fakt, dass man sich am Abend Zeit gibt, um runterzukommen. Also, dass man einfach alles vom Tag abdreht, dass man sich die Zeit lässt, dass man am Abend einfach ein bisschen mehr entspannt, egal wie stressig der Alltag war. Vor allem in Zeiten, wo wir sehr viel von zu Hause aus arbeiten, ist, finde ich, noch viel wichtiger, dass wir an irgendeinem Punkt einen Cut reinhauen und sagen, das war's jetzt für heute, es reicht, ich habe meine Taten erfüllt und ich mache es mir jetzt gemütlich und bin bereit, den Abend ausklingen zu lassen. Ich mache mir da immer sehr gerne einen Tee. Heute habe ich mich für einen Pfefferminztee entschieden. Das ist aber wirklich jeden Tag unterschiedlich und wenn es draußen brühend heiß ist, dann mache ich mir auch keinen Tee. Was ich auch sehr gerne mache, um ein bisschen so die Abendstimmung reinzubringen, ist einfach die Lichter zu dimmen, da meine Lichterkette einzuschalten bzw. einzustecken, vereinzelt ein paar Kerzen anzünden. Da bin ich einfach sehr oldschool und romantisch. Ich finde, Kerzenlicht ist einfach sehr entspannend und hilft mir definitiv am Abend auch runterzukommen. Essentielle Öle können vor allem für Personen, die am Abend ein bisschen ein Problem haben, damit runterzukommen und ruhiger zu werden, sehr hilfreich sein. Allen voran Lavendel. Ich habe ein Lavendelöl zu Hause, was ich vor allem im ersten Lockdown sehr gerne in meinem Schlafzimmer verwendet habe. Und auch so Roll-Ons. Einen Moment. Ich bin ja wirklich eine kleine Kräuterhexe. Don't judge me. Ich habe da eine Vielzahl, da habe ich jetzt nur ein paar rübergeholt an Roll-Ons mit essentiellen Ölen, die ich auch sehr gerne mag. Dieses Schlafwohl zum Beispiel ist ein sehr, sehr angenehmes Roll-On, was ich mal am Abend oder kurz vorm oder kurz vorm Schlafen gehen immer sehr gerne noch im Nacken oder da bei den Handinnenseiten sehr gerne aufgetragen habe, weil ich einfach finde, dass der Duft von Lavendel
generell sehr beruhigend ist. Und wenn man es gewohnt wird, dass man einen Duft mit einer gewissen Aktivität assoziiert, dann reicht oft teilweise nur der Geruch an sich, dass man merkt, jetzt ist Zeit zum Runterfahren, zum Schlafen gehen, zum müde werden. Und da ist Lavendel in meinen Augen einer der besten Düfte, den man sich aussuchen kann. So sehr wie ich da gern sagen würde, ich lege mich auf die Seite und lese ein Buch, nachdem ich mit dem Arbeiten fertig bin. Es ist in unserer Zeit einfach nicht mehr der Fall. Aber ich mag am Abend da einfach die Zeit für mich, wo ich einfach ein bisschen fernsehen kann, Serie schauen kann oder Filme schauen kann. Habe ich was vergessen? Falls ich was vergessen habe, tut es mir sehr leid. Ich habe das Gefühl, irgendwas wollte ich noch sagen. Meistens so um 8, 8:30 mein Handy auf Flugmodus zu geben und mein Handy wegzulegen. Das hat für mich den größten Unterschied überhaupt gemacht, dass ich ab dieser Zeit einfach mein Handy weglege, weil ich sonst wirklich einfach nur da liege und durch Instagram scrolle oder durch YouTube scrolle. Und vor allem so Sachen, die mich inspirieren, lassen mich dann einfach nur noch weniger abschalten. Ja, und das war's jetzt da. Also ich werde jetzt nur mehr mich auf die Couch hauen und meinen Abend ausklingen lassen. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und war cool zum Anschauen. Wenn überhaupt, sind Angewohnheiten etwas, was uns den Alltag erleichtern, weil durch das, dass gewisse Prozesse einfach automatisiert werden, haben wir mehr Energie zur Verfügung für Sachen, wo wir wirklich diese Energie brauchen oder den Fokus brauchen, weil einfach das sehr erleichtert wird, wenn gewisse Dinge im Hintergrund schon automatisch ablaufen. Deshalb bin ich der Meinung, sind Gewohnheiten oder Routinen absolut nichts Schlechtes. Das Leben besteht zum größten Teil aus Grautönen und nicht nur aus Schwarz und Weiß. Und ich finde, das ist auch was ganz was Wichtiges, was wir uns vor Augen halten müssen. Soziale Netzwerke zeigen immer nur die schöneren Seiten oder die interessanteren Seiten. Das hat auch definitiv seinen Grund und Platz. Aber man sollte da nie vergessen, dass einfach das Hauptleben immer ein bisschen ein Mix ist und nicht alles immer super cool oder super scheiße ist. Und das völlig okay ist. Und deshalb sind Routinen super. Und deshalb, damit ich jetzt das Ganze nicht noch länger mache, hoffe ich, dass das Video Spaß gemacht hat zum Zuschauen. Falls ihr das gerne seht, was ich auf meinem kleinen Kanal hier so fabriziere, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ich upload Videos jeden Donnerstag. Bis zum nächsten Donnerstag und tschüssi! Oh,